Ja, die spricht mich hier die ganze Zeit an, dass ich hier gebunden bin an diesen Ort. Jo, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns zurück nach Century begeben, weil, ja, die wollten hier hin. Und wir brauchen eine neue Heimat. Und ich glaube, ich habe jetzt so herausgefunden, wie ich das hier machen soll. Und zwar, ich habe... Was machst du da, Hund? Ich habe nämlich hier, weiß ich nicht, bin ich durch die Gegend gelaufen und habe, weiß ich nicht, verschiedene Sachen hier angeguckt. Und ja, ich scheine für alle möglichen Sachen hier bestimmte Sachen zu bekommen. Zum Beispiel Keramik. Und die sind dann irgendwie in dem Inventar drin, ne, glaube ich. Und ja, sobald ich dann hier so Sachen eingesammelt habe, kann ich, glaube ich, Betten und so herstellen. Gut, ne? Verdammt. Lagern. Ja. Jetzt muss ich mir nur noch ein Häuschen suchen, wo ich das alles reinpacke. Und welches Häuschen nehmen wir denn? Hallöchen. Ich kann das hier verwerfen. Oder verwerten. Wow, das sieht gruselig aus. Muss ja. Wie wär's denn hier mit? Das soll hier so. Das sieht doch so Haupthäuschen-mäßig aus, jawohl. Boah, guckt euch das mal an. Gut, ne? Ja, das ist so. Das sieht schon so aus, als wäre das hier irgendwie. Das Bosshaus. Okay. Dann packen wir Betten hier rein. Also nicht. Ungefähr hier so. Boom. Ich brauche 5 Betten. Ich kann ja jederzeit wieder ändern, ne? So, und ich weiß nicht. Wirklich. So. Und mein Bettchen kommt hier. Ich kann ja immer wieder ändern, glaube ich, ne? Sprich mit Searches. Wie das aussieht. Ich glaube, die anderen Häuser, die nicht zu gebrauchen sind, kann ich auch wegballern, ne? Ein paar kann ich nicht wegballern. Zerstörtes Haus. Da kann ich auch, glaube ich, nicht rein und nichts machen, ne? Mach mal das weg. Das weg. Das weg. Und das weg. Das weg. Und das weg. Ja, das sieht doch schon besser aus. Kann auch nicht hier so bleiben, hallo. Machen wir dieses Ding ja schön. Okay, gut. Schein kann ich, das ist ja klar, dass ich nicht überall hingehen kann, ne? Wenn wir sagen, wir tun erstmal alle zerstörten Häuser hier abreißen. Das ist erstmal alles. Ist immer geil. Hat so funktioniert. So, verlassen wir erstmal und sprechen mit ihm. Oder? Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Das ist ein Schlafplatz im Freien. Quelle für sauberes Wasser. Wir haben noch sauberes Wasser? Wasser aus dem Fluss? Das Wasser aus dem Fluss reicht euch wohl nicht, was? Es ging bisher, aber das Wasser an der Oberfläche sollte man nicht ständig trinken. Wir brauchen nichts Außergewöhnliches. Ein Brunnen oder zwei sollten völlig ausreichend sein. Brunnen? So, Brunnen, ey. Hey, hat sie doch immer, ne? So, voller Luxus hier. Was ich euch gebe. So, Strukturen. Strukturen aus Metall, Holz.
Das ist ein zerstörtes Haus, das reißen wir direkt ab. Babs, weg mit dich. Ohne Hunde. Lagern. Lagern. Ich glaube, das meiste hiervon werde ich offscreen machen. Hier so bauen. Aber naja, mal gucken. Kann ich vielleicht hier den Boden bauen in der Mitte? Nee, warte mal, wo ist es? Hier so. Verdammt, ich kann ihn nicht wegmachen. Sieht so aus, ne? Ja, nein, Holz reicht erstmal. Ich kann da, glaube ich, auch irgendwie so Wände und so machen, ne? Das ist richtig geil. Was ist das hier? So Treppen hätte ich gerne noch. Oder irgendwie drehen? Nee, ne. Uff. Das ist eine Treppe, oder? Ja. Also nicht. Ich kann nicht irgendwie so drehen. Wände. Ah, mein Gott. Also nicht. Ja, wie viele es hier gibt, ne? Das ist ja nicht normal. Boah. Also ich sollte mich eher auf die Mission konzentrieren, aber du sollst halt nicht da einpacken, du sollst halt hier so hinpacken. Da werde ich offscreen hier nochmal neu machen alles. Ja, ich glaube schon. Ja, der will einen Brunnen haben, mach mir den Brunnen. Herstellung vielleicht? Wo ist denn ein Energie? Generatoren? So, was zählt denn Brunnen? Ressourcen, ne? Wasser. Ja. Ah, okay. Ja. Was weiß ich. Ach, ich sollte auch zwei. Okay. Dann. Wo bist du? Wenn ich alles irgendwie aufscreen machen, habe ich so das Gefühl. Eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Natürlich. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Ja, schon 30%, okay. Ressourcen. Essen. Also nicht. Kann ich nicht abbauen. Was haben wir denn alles?
Potato-Pflanze. Also nicht, wo ich das hinpacken soll. Einfach irgendwo hin, ne? Noch mehr. Mehr habe ich nicht. Kann schon wieder nicht viel herstellen, ja. Tato, wo krieg ich denn Tato her? Ist überhaupt eine Tato? Potato? Ja, da stehen die ganze Zeit jetzt Sachen. Aber wo? Ich brauche Tatos. Wo kriege ich Tatos her? Sag mir das doch mal. Ich glaube, mehr wird hier in dem Park nicht passieren. Tut mir leid. Was tun wir hier so verschönern? Ich sagen. Und der Müll, der kommt hier erstmal weg. Sanctuary Hills. Kann mir einer sagen, wo ich jetzt hier die Dinger herbekommen soll? Melone, Mais. Kann schon mit dem sprechen? Ich will nur ein bisschen handeln. Was? Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ich brauche erstmal Nahrung. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Okay, zum dritten Mal, okay. Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt, aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Hier, bitte. Hab schon welches. Gönn's dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Nein. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Danke, du hast sehr geholfen. Hey. Du hast immer noch was über dich. Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Ja. Ah, ich helfe gern. Danke. Ich hab so eine Fresse, ne? Hey, was ist das denn? Stuhl weh. Also anstatt sich da ist ein Stuhl, anstatt sich hier mal umzuschauen, ne? Oh, scheint wirklich was zu werden. Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Nein. Die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Ich glaube, was ich erstmal hier machen werde, auf Screen ist erstmal hier aufräumen. Gute Idee, ja, ne? So, ein Stuhl. Nein, nicht Dingens.
denn? Okay. Da hast du. Aber so kackfrech. Mama Murphy. Ich setz mich erstmal in meinen Stuhl. Dann können wir reden. Verdammt. Mir geht's gut, Kind. Muss es nur ein bisschen ruhiger angehen lassen, bevor ich das dritte Mal. Darf ich den mitten in nirgendwo irgendwo platziert? Verdammt. Mama Murphy, was? Na toll, jetzt habe ich sie irgendwie da platziert. Du erinnerst mich an einen jungen Mann, den ich mal kannte. Hat nie Ärger gesucht, aber ihn immer gefunden. Okay. Ja, ich habe ein Level up. Gucken wir mal. Ich weiß noch nicht, was ich aufleveln soll, aber gucken wir mal. Level up. Ich habe gemerkt, man kann erst nach einem bestimmten Level einige Sachen hier aufleveln. Also wenn ich den nächsten Rang hier haben will, muss ich Level 8 haben. Na gut, ne? Möchtest du hier fortgeschrittene Terminals zeigen? Warte mal, ich suche hier für was. Mit dem Flinkfinger kannst du Schlösser einfacher knacken. Außerdem hast du die Möglichkeit, fortgeschrittene Schlösser zu knacken. Das wäre doch mal nicht schlecht. Mach mal das mal. Gut, ne? Okay. So, ich hoffe, ich kann das Ding irgendwann nochmal wegplatzieren. Oh Gott. So, ich habe noch eine Melone gefunden. Ich hoffe, ich finde irgendwo noch eine. Irgendwo muss es ja hier was zu finden geben. Da, hallo. Warte mal. Nein. So. Kann ich jetzt Mama Murphys Stuhl irgendwo anders noch platzieren? Weil das ist doch ein bisschen blöd. Na ja. Okay, egal. So, ich habe die Nahrungsdinger. Ich glaube, ich brauche nur noch einen oder zwei. Ressourcen. Essen. Brauchen doch Essen. Das ist nicht das Haupthaus, das ist das Haupthaus, das so richtig verkorkst aussieht. Melone war das. So, da hast du. Mach ich noch mehr? Prozent erst, was? Oh. Will ich denn noch eine Melone oder so? Ist doch nicht. Alter. Zur Not, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wird man mal Murphys Stuhl noch irgendwo anders hin platzieren. Zur Not lade ich nochmal den Spielstand und tue ihn irgendwo hin anders platzieren. Er war aber auch jetzt dämlich. Okay. So, Gärten, ich brauche noch Melonen. 60% habe ich erst, was soll denn das? Komm schon. So, irgendwie noch was überlebt haben. Laborstation, was? Kann ich die? Was soll das? Kann ich Dings nehmen? Verdammt, bin ich außerhalb von Sanctuary oder was? Ja, scheint schon.
Da ist übrigens ein zerstörtes Haus, da kann ich auch noch wegfegen. So. Gut. Warte zum. Oh, warte mal. Doch, mit kümmere dich mal um den. So, Mama Murphy, du kommst natürlich in unser Häuschen. Ja, vielleicht bekommt ihr anderes Häuschen, ihr eigenes. Konnte aber ganz schön schnell rennen, die Frau, ne? So. Bauen tue ich ja wahrscheinlich offscreen. Oder wahrscheinlich tue ich erstmal hier auf. Warte mal, befehligen. Kann ich ihn sagen, er soll hier das machen? Okay, cool. So, jetzt brauche ich aber immer noch neue. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ich aber nicht. Ich nehme an, ich habe das jetzt hier in Ding reingepackt. Keine Ahnung. Ich war immer noch Melonen. Gott verdammt, jetzt gib mir doch mal irgendwo ein paar Sachen. Und der darf nicht essen. Von der ernähre ich mich auch. Ich mache eine Red-Kakerlaken-Diät. Und die geht natürlich direkt zu ihrem Dingens. Kickball. Hört ihr da eben Garten aus? Sieht aber nicht. Ah, voll die Zeitverschwendung hier. Das sieht nicht nach Dingens aus. Ich hoffe, das sind irgendwie so Beeren, die man anpflanzen kann. Die hockt sich direkt da rein. Ich dachte nicht. Ja. Ich glaube, hier werde ich nichts mehr finden, oder? So ein Dreck. Soll aber irgendwann in der Nähe sein. Ich glaube nicht. Ja, dann gucken wir mal halbwegs ein bisschen weiter in der Nähe hier nach Sachen. Und da ist ein Hund. Ein böser. Hubblume. Wird wohl irgendwo hier noch was zu essen sein. Wow, was ist das gewesen? Was war das? Ist irgendwann ins Wasser reingeplanscht. Moment da. Hallo? Und wenn nicht, dann werde ich irgendwie, wenn ich versuche, offscreen ein paar Molonen zu finden. Für die paar Dinger, hallo. Ich kann da wieder ein paar Sachen jetzt nehmen. Bin ich überhaupt jetzt hier? Ja, um in der Ecke, okay.
Ja, ein paar Sachen erkunden. Karottenblumen, kann man die anbauen? Oh, du bist gut. Ganz wie du willst. Was? Muff. Ha. Tato, hi. Sind noch mal Sachen. Hey. 10 mm Pistole. Ich glaube, der wollte mich warnen, dass ich nicht ein rotes Kleid. Das kann ich doch mal noch anziehen. Ich glaube, der wollte mich warnen, dass ich nicht näher kommen soll. Was zum... Das sieht doch nach einem Garten aus. Hier werde ich da wohl irgendwo was finden. Also sollte ich mich vielleicht heilen. Also sollte ich vielleicht zurück nach Sanctuary. Aber hier werde ich gleich verrecken, habe ich das Gefühl. Ja, sobald ich einen Gegner entdecke. Oh, wir haben die Grenze erreicht. Sobald ich einen Gegner entdecke, renne ich sowieso jetzt weg. Jetzt bei so wenig HP. Okay, okay, dann gehe ich. Dann gehe ich. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann ab nach Sanctuary. Ich weiß, ich kann mich da auch hinporten ab. Gucken wir mal, ob ich die Dinger da anbauen kann. Vielleicht kriegen wir die Mission ja noch geregelt. Vielleicht aber auch nicht. Ich tippe mal auf nein. So. So, wie das reicht jetzt nicht. So, Ressourcen. Die rennt schon wieder, was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist los? Was ist, alte Frau? Wie viel habe ich denn jetzt hier? 60%. Ugh. Ah, du musst. Du kannst nichts machen, okay. Kann ich denen sagen, die sollen irgendwie was machen? So, ich befehle dir. Ernte das. Na, immer noch 60%. Warum? So, ich befehle dir. Nehmen wir das andere. Verdammter Dreck. War ich das richtig? Ich glaube nicht, ne? So. Befehle dir. Tue er sie. Weiß schon. Die Ressource ist jetzt zugewiesen. Ja. Fehlen aber anscheinend noch welche. Ich verstehe nicht.
Ja, du kannst auch mal was machen. Kannst nichts machen. Geil. Ich befehle dir, mache Essen. Steh nicht. Steht zwar, die Ressource ist zugewiesen, aber passiert irgendwie nichts. So das Gefühl. Aber da würde ich sagen, aber ich beende den Part hier und werde hier ausgehen, vielleicht ein bisschen aufräumen und so. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.